Das ist unsere Antwort auf eure Politik. Eine Antwort ist der Streik hier in Bremen auch auf die Schulschwänzerkritik. Denn trotz Osterferien sind rund 150 Schüler gekommen, um zu beweisen, dass sie es ernst meinen. Ich freue mich, dass trotz Ferien so viele da sind. Auch für einen normalen Freitag wäre das schon eine gute Zahl. Dann merkt man auch, dass nicht alle schwänzen. Davon können sich auch Lehrer in Wiesbaden überzeugen. Rund 500 Schüler hielten trotz Ferien ihre Klimaschutzplakate in die Luft. Von Schulschwänzern kann hier keine Rede sein. Also ich denke, das ist heute prima entkräftet worden. Und wer auch nur ein einziges Mal bei so einem Demonstrationszug mitgeht, der weiß, was für ein Engagement dahinter steht. Wenn die Schüler ja trotzdem zur Schule gehen würden und alles nach Ordnung laufen würde, hätte man ja gar nicht auch diese Aufmerksamkeit. Neben Aufmerksamkeit bekommen sie jetzt auch Unterstützung von Wissenschaftlern, die mit einer langjährigen Studie beweisen wollen, bis 2050 kann sehr wohl weltweit alles auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Die Technik ist längst da und die Energiewende ist offenbar sogar günstiger, als wenn alles so bleibt wie jetzt. Die Kosten durch fossile Energie inklusive Klimaschäden und Umweltschäden und auch die atomaren Kosten sind ja gigantisch. Die wird man vermeiden, wenn man umstellt auf erneuerbare Energien, und es schafft auch wirklich Arbeitsplätze. Aber der Strukturwandel muss eben politisch begleitet werden, und das ist das große Hemmnis. Eine Frage des schnellen politischen Handelns also, finden auch die jungen Klimaaktivisten, die übrigens weiter demonstrieren wollen, auch an Freitagen in den Ferien.